Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play LS17. Wir spielen auf einer nordfriesischen Marshmap ohne Gräben in der Version 3.0. Ich muss allerdings noch die Cultivator Density zurücksetzen. Das mache ich aber erst, wenn ich fertig geerntet habe. Die ganzen 4 Weizenfelder, die wir haben. Das ist auch bald soweit mit dem Ernten. In einer der nächsten Folgen machen wir das noch. Aber erstmal will ich hier den Trailer wegpacken. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ich habe ja gerade in der letzten Folge ein Dieselfass gekauft. Und das muss ich jetzt gleich mal abholen. Und dann kann ich ja hier auch in aller Ruhe mal den Trailer wegpacken. Ja, ich spiele mit Trailer Assist, weil es einfacher ist mit Drehschemeln. Und ich ansonsten hier gar nicht irgendwie zu Rande kommen würde. Abhängen. So, und da wir den, wie gesagt, eh erstmal länger nicht mehr brauchen, lassen wir den erstmal da stehen, den Trailer. Als nächstes sind jetzt erstmal eher Schüttgut-Trailer gefragt für unsere Weizenernte. Aber was wir jetzt machen, ist erstmal Diesel abholen, damit wir unsere Fahrzeuge tanken können. Hier sehe ich auch schon, 100 Liter kann ich hier noch rein. Das ist nicht alle Welt, das ist nicht viel. Also nehme ich jetzt hier meinen wunderschönen Shell-Trailer. Ach, da liegen auch noch die Netze und die Folien von meiner Ballenpresse. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich habe auch bisher noch nicht mitgekriegt, wann und wo ich die brauche und wo ich die einfüllen muss. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Gucken wir uns da nochmal an, wenn ich denn wieder Silageballen mache. So, ab geht's zur Ölfabrik. Ölfabrik hört sich mal blöd an. Raffinerie, wie auch immer. Und ich hoffe, dass durch diese neue Version, wo ja die Produktionsstätten aufgeteilt worden sind, dass es dadurch für mich nicht heißt, mein ganzer Diesel ist weg und meine ganzen Paletten mit Speiseöl, die ich da schon stehen hatte, sind weg. Weil die wollte ich natürlich eigentlich zur Kartoffelfabrik bringen, damit die Kartoffelfabrik mir dann auch lecker Chips daraus produziert und Tiefkühlpommes. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir da hinkommen. Was ist da denn so? Was sich da so getan hat, was es Neues gibt. Ja, hier wird wunderbar produziert. Milchprodukte. Sehr schön. Ups. Wenn man so durch die Bäume guckt, dann sieht man irgendwie wenig. Was ja auch logisch ist. Dann gerät man schnell auf die Gegenfahrbahn. Aber Verkehr ist immer noch aus. Ich traue mich irgendwie nicht, den einzuschalten. Weil dann kommen wir gar nicht voran. Oder ich zumindest nicht. Und hier geht's rum. Ja, mal sehen, was uns da denn, wie es da denn aussieht. Dann können wir nämlich jetzt eigentlich auch, vielleicht machen wir das gleich sogar, zumindest schon mal Raps anliefern für die Dieselproduktion, weil Diesel müssen wir nämlich auf jeden Fall auch zum Hafen bringen, damit die Kutter fahren können. Sonst kriegen wir keinen Fisch, keine Schollen und keine Granat oder Krabben oder wie man auch immer dazu sagen möchte. Jetzt sehen wir auch, wir haben hier 2 Auslässe für Kompost. Kompost ist keiner da. Wenn jetzt kein Diesel da ist, dann wäre das sehr, sehr, sehr schade. Weil dann habe ich nämlich den Diesel bisher, nee, ich will nicht sagen umsonst produziert, aber dann habe ich ihn vergebens produziert. Hier sind keine Paletten mehr. Diesel ist leer, ich werd weich. Da hinten sind noch Paletten mit Speiseöl. Ja. Das ist ja sehr unschön. Ah, hier sind Speiseölpaletten. Aber auch nicht wirklich viele.
Und dafür sind aber meine ganzen Holz, meine ganzen Leerpaletten und meine ganzen Kartonpaletten weg. Und das ohne Vorwarnung. Hätte ich mal noch nicht abgegradet. Das ist ja jetzt echt doof. Das ärgert mich. Kann ich nicht anders sagen. Das ärgert mich maßlos. Weil ich hatte da schon doch einige tausend Liter Diesel. Die habe ich jetzt nicht mehr. Und ihr seht ja hier, der hier hat noch 98 Liter. Dann ist der leer. Und bei den anderen sieht es, glaube ich, nicht viel besser aus. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir bringen jetzt hier erstmal richtig zwei Ladungen Raps hin. Und zwar erstmal nur für die Dieselproduktion. Ich habe Raps ohne Ende im Hofsilo. Das dürfte also kein großes Problem darstellen. Und dann zeichnen wir dafür auch gleich einen Cosplay-Kurs auf. Dass wir das dann automatisieren können. Ich habe, glaube ich, irgendwie 800.000 Liter Raps im Hofsilo. Sollte erstmal reichen. Ich hau jetzt erstmal nur eine Ladung dahin, aber den Cosplay-Kurs, den kann man ja gut aufbewahren und braucht dann später immer nur mal eben den LKW einmal losschicken, dass der da Sachen zur Raffinerie bringt. Ach man, ärgern, ärgern, ärgern. Hätte ich mal die neue Map noch nicht eingespielt. Aber wurde ich auch nicht drauf hingewiesen, aber hätte ich mir auch denken können, ich Idiot. Hätte ich mir ja denken können. Und wie war der Weg wieder? Umsonst. Umsonst war er nicht, aber vergebens. Schade. Na los, nun kommt. Weizen, Weizen, Weizenfelder. Oh. Kommst hier rum. Ja, hier schalten wir. Trailer Assist mal aus. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja einfach und schon vertue ich mich. Der bleibt da schön drin stehen. Der Trailer. Ich selber stell den hier mal hier rein. So, und aussteigen. Muss auch gewaschen werden. Der sieht aus. Unfassbar. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Das wird ja mal gar nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. So. Schön. Daneben stellen. Platz ist da ja genug. Und ihr seht, ohne Trailer Assist geht's auch. Gleich unser Doppelgespann zum Einsatz.
möge die fröhliche Dieselproduktion beginnen. Ich habe extra gewartet mit dem Anliefern von meinem ganzen Raps, bis die 3.0 raus ist. Aber ich habe natürlich echt nicht dran gedacht. Naja, vielleicht aufpassen sollte, dass da dass der Diesel erst raus ist. Mann! Unglaublich. Und jetzt habe ich nichts und meine Trecker sind alle leer. Sehr, sehr ärgerlich, aber es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen. Zu den Hühnern müssen wir auch nochmal Eier einsammeln. Vielleicht schaffe ich das gleich, wenn wir hier wieder zurück sind mit dem Gespann. Erst nochmal befüllen. Ja, weiß ich. Jetzt ist leer. Ah, da sind wir schon. Raps. Sonnenblumen. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Raps. Wo habe ich denn das Raps hingebracht? Keine Ahnung. Dachte ich hätte. Ach, Hackschnitzel habe ich so viel. Stimmt, Raps habe ich gar nicht so viel. Hackschnitzel habe ich über 800.000 Liter hier noch. Die wir irgendwie mal zur Zellstofffabrik bringen können. Da müssen wir sowieso noch gucken bei der Zellstofffabrik. Die ist wahrscheinlich schon wieder voll gespawnt. Da ist wahrscheinlich schon wieder kein Platz. Aber das sehen wir dann irgendwie ein anderes Mal. Heute nicht mehr. Zumindest in dieser Folge nicht. Der erste Hänger ist gleich voll. 59.000 Liter. Machen wir den zweiten auch noch voll. Jo. Ups. Natürlich. Alles andere macht ja keinen Sinn. Bereiten uns hier schon mal die Cosplay-Aufzeichnung vor. Hier ein Hof. So, Hofsilo-Raffinerie. Ah, ich weiß aber nicht, in welchen... Ah, den schmeißen wir mal weg. Okay. Wir sind vollgeladen. Kursaufzeichnung beginnen. Ich hinstellen und dann geht's los. Dann fahren wir mal. Dann wollen wir mal schauen, wie viel Diesel wir denn hier aus 118.000 Litern Raps bekommen. Große Nachfrage bei Sägewerk für Hackschnitzel. Ich habe gerade noch von Hackschnitzel gesprochen. Taucht hier noch nie auf. Hackschnitzel, Palettenverkauf, Hafen. Ist die Frage, ob man dann einfach noch mal ein paar Hackschnitzel verkauft. Können wir uns dann mal Gedanken drüber machen. Ich will mich jetzt hier erstmal darauf konzentrieren, dass ich hier einigermaßen unfallfrei zur Raffinerie oder wie auch immer wir es nennen wollen, Ölwerk, Ölverarbeitung, Ölproduktion, Dieselproduktion, whatever, komme. Ah, als wenn ich besoffen bin. Hätte ich mal was getrunken, dann wüsste ich wenigstens, woher es kommt. Ich bin schon kein Tastaturspieler, vielleicht soll ich über Tastatur spielen. Vielleicht macht das dann doch mehr Sinn. Ich weiß es nicht. Ups, das war knapp. Aber solange alles im grünen Bereich ist, ist alles im grünen Bereich, oder wie sagt man so schön. Das ist aber auch immer eine Strecke. Soll ja irgendwann mit Hoffnung dieses Jahr noch eine Vierfach-Map kommen. Da ist man ja nur noch unterwegs. Das kann man ja wahrscheinlich eigentlich nur noch im Multiplayer spielen, oder? Anders geht das ja schon fast gar nicht.
So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier mit meinem Gespann auch vernünftig reinkomme. Und hier nicht gleich hängen bleibe. Ich möchte natürlich meinen Raps hier abgeben für Diesel. Nicht unbedingt jetzt erstmal für Speiseöl. Und es entleert sich und entleert sich. Na schön. Schon habe ich da hinten auch schon Diesel drin. Ging ja schnell. So. Frage, wie ich denn hier am dümmsten wieder rauskomme. Wieso ist das Bioöl da eigentlich spiegelverkehrt drauf? Naja. Finde ich jetzt auch nicht so wichtig, ist auch nicht so schlimm. So, wir sind leer. Das heißt, wir versuchen hier jetzt, da unten sehen wir auch, die Dieselproduktion läuft. Sehr schön. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal eben zurück zum Hof. Vollenden diesen Cosplay-Kurs. Und das war's dann auch schon für diese Folge. Aber die Fahrt dauert ja jetzt auch noch ein bisschen. Wahrscheinlich bleibe ich hier jetzt wieder hängen. Nee, bleibe ich nicht. Ach, unglaublich. Gibt's ja gar nicht. €5,56 Millionen haben wir. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Da müssen wir eigentlich noch gar keine Hackschnitzel verkaufen. Können wir die Hackschnitzel auch noch behalten und damit noch wieder zur Zellstofffabrik zu fahren. Aber ich muss mir den Preis gleich erst angucken. Aber das mache ich erst, wenn ich hier den Kurs fertig aufgezeichnet habe. Ich möchte jetzt nicht die Kursaufzeichnung versauen, nur weil ich nach irgendwelchen Preisen geguckt habe, womit ich mir die Taschen irgendwie noch voller machen kann. Nein, ich will mir die Taschen ja gar nicht voll machen. Ich will Geräte kaufen, ich will Felder kaufen. Und möchte die dann natürlich bearbeiten, möchte dann produzieren und dann noch mehr Geld verdienen. Und noch mehr Geld. Und immer noch mehr Geld. Und dann schon wieder noch mehr Geld. Und dann wieder neue Felder kaufen und Maschinen. Ein Teufelskreis, würde ich sagen. Die Folge wird schon wieder länger, als ich eigentlich geplant habe. Aber das macht nichts. Den Kurs machen wir noch eben zu Ende. Und wenn wir den zu Ende haben, dann ist Schluss für heute. Für diese Ausgabe von Let's Play LS17. Da ist der Hof. Ups. Schon habe ich nicht aufgepasst. Ach, in den Hofladen muss ich ja auch noch. Ja, das können wir dann auch in der nächsten Folge mal machen. Mal gucken, was der Hofladen so sagt. Oh. Einmal hier rum. Herum, herum. Herum, herum. Und stopp. So, liebe Freunde, das war's für diese Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich tierisch freuen. Ich sag und tschüss.